Wann kommt der nächste Lockdown? Was bedeutet Südafrika für uns alle? Und was sagen die Finanzmärkte, die Börse zur aktuellen Situation? Wie geht es weiter auf der Welt und in diesem Land? Das möchte ich in diesem Video kurz erläutern. Wie ich gestern Abend aus gewöhnlich gut unterrichteten politischen Kreisen hier in Berlin erfahren habe, plant die Politik offensichtlich einen kompletten Lockdown ab dem 8. Dezember. Das ist ein Mittwoch und deshalb ein bisschen außergewöhnlich. Aber man geht von den Fallzahlen aus, die sich hier in Deutschland entwickeln und meint, dass möglicherweise sogar in den nächsten 10 Tagen eine Art Verdoppelung eintreten könne, sodass die Politik dann hart durchgreifen müsse. Und wenn es nicht der 8. Dezember ist, dann ist es wahrscheinlich das Wochenende drauf. Das ist natürlich eine schlimme Geschichte für die deutsche Wirtschaft, für den Einzelhandel, der jetzt schon klagt, denn das Weihnachtsgeschäft kommt praktisch zum Erliegen. Immer weniger Leute trauen sich ja noch in die Geschäfte und ist natürlich auch für den Mittelstand, für die Restaurantbesitzer und so weiter eine ganz, ganz negative Nachricht. Ich weiß gar nicht, wie Sie das alle wirtschaftlich verkraften wollen in der Zukunft. Also die meisten werden dann wahrscheinlich in diesem Winter endgültig ihre Insolvenz anmelden. Es kann aber auch sein, dass der Lockdown noch viel früher kommt, denn Herr Söder hat sich heute noch gemeldet in seiner Hauspostille. Augsburger Allgemeine war es, glaube ich, der will also einen Lockdown schon in der nächsten Woche. Und ein Beschleuniger der ganzen Geschichte ist natürlich die Variante, die in Südafrika gefunden wurde. Praktisch aus dem Nichts ist ein Land innerhalb von 24 Stunden, ja, abgeschaltet worden, weil man dort eine neue Variante entdeckt hat. Das wundert mich ein wenig, denn wir wissen ja alle, Mutationen sind in diesem Bereich üblich. Es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Aber dass ausgerechnet Südafrika nun davon betroffen sein soll, ist doch schon sehr merkwürdig. Wir erinnern uns, in Südafrika haben wir eine sehr niedrige Inzidenz gehabt. Sie schwankte immer zwischen 5 und 10, also die 7-Tage-Inzidenz, aber auch eine sehr, sehr niedrige Impfquote. Und dann kommt plötzlich aus heiterem Himmel diese Variante ans Licht und das Land wird sozusagen wirtschaftlich an den Abgrund gefahren. Ich habe mit vielen Leuten in Südafrika gesprochen, Hotelbesitzern, Restaurantbesitzer, Guesthausbetreiber und so weiter. Sie alle haben sich auf die Weihnachtssaison gefreut. Sie diente sozusagen dem Überleben, denn schon im letzten Jahr war ja ein harter Lockdown, da ist ja auch keiner geflogen. Alle haben aufgeatmet. Ich übrigens auch. Ich wollte auch nach Kapstadt. Daraus wird jetzt nichts. Und die Menschen in Südafrika, vor allen Dingen auch in Johannesburg und in Kapstadt, mit denen ich gesprochen habe, die fragen sich, was ist da eigentlich los? Wir spüren gar nichts davon. Wir haben hier freies Leben. Wir haben hier eine niedrige Inzidenz. Sie verstehen die Welt nicht mehr. Und die südafrikanische Regierung spricht gar von einem Angriff auf das Land, um es wirtschaftlich zu ruinieren. Ein Angriff, den die Politik in Südafrika überhaupt nicht versteht, weil sie mit Recht sagt, dass es überall Varianten gibt und man sich fragen muss, warum jetzt ausgerechnet dort diese herausgepickt wurde und als so bedrohlich dargestellt worden ist. Also Fragen über Fragen. Wenn das so weitergeht, liebe Leute, dann können wir uns alle 3 Monate auf neue Geschichten einstellen. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, selbst wenn in Deutschland die Inzidenzen nach unten gehen sollten und wir so eine Situation haben wie in Südafrika, wo man sagen kann, okay, wir atmen auf, die Inzidenz ist ziemlich niedrig, dann kommt da wahrscheinlich das Variantengespenst und dann müssen wir wieder alle in den Keller. Also das sind keine positiven Aussichten für die Zukunft. Ich glaube, das wird im nächsten Jahr noch eine ganz bittere Geschichte. Jetzt haben sie es erstmal mit Südafrika probiert und dann wird es demnächst wahrscheinlich auch noch andere Dinge geben, sodass es immer wieder eine Möglichkeit gibt, einen Lockdown auszurufen oder die Maßnahmen zu verschärfen. Apropos Maßnahmen, die Bild am Sonntag hat heute über Insa eine Umfrage veröffentlicht, aus der hervorgeht, wie die Leute zum Lockdown stehen. Und da kam heraus, dass ja, über 70% der Meinung sind, ich glaube, es sind ja, 72, 73% sind der Meinung, dass auf jeden Fall in Deutschland ein Lockdown kommt.
Und von diesen 73% wünschen sich 57%. Sie wünschen sich den Lockdown sogar. Sie wünschen, 57% wünschen sich einen Lockdown. Also muss man sagen, haben die Medien wirklich ganze Arbeit geleistet. Angeblich sind nur 36%, 36% sind gegen einen Lockdown. Befragt wurden übrigens laut Bild und Insa 1.003 Personen. Und es ist schon irre, was da abgeht. In dieser Umfrage wurde auch gefragt, wie viele Leute die aktuellen Maßnahmen für gut oder für schlecht befinden. Und die Mehrheit, 58%, hält die Maßnahmen, die wir bisher haben, für nicht ausreichend. 58% halten die Maßnahmen, die wir bisher haben, für nicht ausreichend. 16% halten sie genau für richtig und 22% für zu weitgehend. Also nur 22% sagen, die Politik geht zu weit. Und das ist natürlich alles verrückt. In diesem ja zittrigen, ängstlichen Umfeld bringt man dann die neue Variante ins Spiel. Das ist natürlich, ja, also da könnte man fast zum Verschwörungstheoretiker werden. Also ich verstehe die Welt da nicht mehr. Aber wenn die Leute nun mal schon sich auf den Lockdown einstellen, wenn sie ihn sich sogar herbeiwünschen, dann kann man wahrscheinlich in Deutschland auch nichts mehr machen. Und zu der Geschichte, die ich jetzt gestern hier in Berlin erfahren habe, aus politisch gut informierten Kreisen. Sie sagen also, wir werden hier österreichische Verhältnisse bekommen, was auch immer das heißt. Ihr wisst ja, was in Österreich los ist. Also, dass die Fallzahlen sich verdoppeln werden innerhalb der nächsten 10 Tage. Und dann haben wir ja noch diese Südafrika-Variante und dann geht es hier erst richtig los. Also ich glaube, Weihnachten, Silvester, Winter können wir alles abhaken. Und das ist natürlich eine furchtbare Situation. Also hat man ja keine Hoffnung mehr. Wie soll das denn hier weitergehen? Also immer wenn die Zahlen runtergehen, kommt eine neue Variante oder die Zahlen steigen und wir müssen in den Keller. Also das ist ganz schön haarig und das dürfte auch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Natürlich hier beim Einzelhandel, bei den Restaurants und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie man da den Mut fassen kann, wenn man jetzt einmal schließen wieder muss, dass man dann wieder aufmacht, was das alles für Geld kostet. Aber auch die internationalen Finanzmärkte reagieren extrem beunruhigt und das ist ja immer ein guter Gradmesser dafür, wie es in Zukunft weitergeht. Wir hatten ja an den Börsen in den USA, aber auch in Deutschland und Europa, ja eigentlich weltweit, ja, nicht ein Crash, aber doch ganz, ganz starke Rückgänge gehabt für die Aktien. Auch die anderen Parameter, die ich so beobachte, zum Beispiel die Zinsen in den USA, die sind also gefallen. Das ist dann die sogenannte Bewegung in den Safe Haven. Die Leute kaufen da Anleihen, US-Anleihen, weil sie glauben, also die Börse geht weiter runter oder die Wirtschaft hat größere Probleme in Zukunft. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen. Wir erinnern uns, letztes Jahr hat ja die Börse sehr positiv reagiert. Also es hieß ja, wir haben endlich diesen Impfstoff. Jetzt wird an den Finanzmärkten eigentlich die Sache gespielt, dass der Impfstoff vielleicht gar nicht hilft. Und das ist das große Problem. Also die nächste Woche an den Finanzmärkten, an den Börsen dürften ziemlich schwierig werden, meines Erachtens. Die ersten Vorboten hatten wir schon am Donnerstag und Freitag. Und wenn die Leute in der Finanzszene glauben, dass dieses Thema so schnell nicht mehr beendet sein wird, dann hat das natürlich einen großen Effekt eben auf die ganze Welt. Also ich weiß gar nicht, wie das hier weitergehen soll. Ich kann nur hoffen, dass die neue Variante vielleicht irgendwann als harmlos eingestuft wird. Es gibt ja erste Hinweise darauf, dass dem so ist und die Politik und die Medien mal wieder völlig überreagiert haben. Das kann ja auch noch sein. Aber dann erfinden Sie vielleicht wieder was anderes, dass wir noch striktere, noch härtere Maßnahmen ergreifen müssen. Also wir sind hier irgendwo in so einer Endlosspirale, aus der wir gar nicht mehr herauskommen. Das ist eigentlich die Conclusio aus der ganzen Geschichte. Und was ich insbesondere bei den Medien, aber auch bei der Politik extrem vermisse, ist, dass mal irgendjemand einen Sonnenstrahl sieht, dass mal irgendjemand was Positives sieht oder eine positive Veränderung.
dass es Anlass gibt, mal wieder Hoffnung zu schöpfen oder dass man Dinge relativiert oder dass man vielleicht Dinge ja nicht so dramatisch hinstellt, wie sie es aktuell tun. Denn das, was wir in den Medien lesen, ist ja eine einzige Panikmache, eine einzige Panikorgie eigentlich, eine Orgie der Panik. Und das verunsichert die Menschen natürlich zusehends und hat natürlich einen desaströsen Einfluss auf die weitere Wirtschaftsentwicklung, auf die Börsen, auf die Finanzmärkte. Da kann man eigentlich nur noch hoffen, dass in Zukunft irgendwann ein Wunder passiert. Aber dieses Wunder ist so schnell nicht in Sicht. Hier in Deutschland stellt sich jetzt eigentlich nur die Frage nicht ob, sondern wann der Lockdown kommt, wie hart er wird, Kontaktbeschränkungen überall. Und das kann schon nächste Woche sein. Allerdings muss nächste Woche noch ein Gericht, ich glaube am Dienstag, entscheiden, ob die Bundesnotbremse, die er jetzt wieder gezogen will und die Herr Söder auch ziehen will, ob diese Bundesnotbremse überhaupt rechtens war. Und ich denke, wenn die Richter, was man ja wahrscheinlich vermuten muss, zu der Annahme kommen, dass natürlich wieder mal alles richtig war, was die Politik gemacht hat, dann geht es in Deutschland los. Folgt uns auf unserem Telegram-Kanal MM News offiziell, dort immer aktuell informiert zu Wirtschaft und Politik, der Link hier unter dem Tube.